Das ist für mich das Signal, um ein herzliches Willkommen in die Runde zu sagen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt so knapp vor Weihnachten nochmal zusammenkommen, um uns gemeinsam über Materialität auszutauschen oder Fragen, die mit Materialität zusammenhängen, auszutauschen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute meine Kollegin Cornelia Ortlieb von der Freien Universität hier in unserer Runde begrüßen kann. Sie ist Professorin für deutsche Philologie und konkret für neuere deutsche Literatur mit einem Schwerpunkt in der klassischen Moderne. Davor hat sie Stationen an der LMU München, wo sie von 2011 bis 2014 Professorin für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft war und an der FAU Erlangen-Nürnberg, wo sie Inhaberin des Lehrstuhls für Komparatistik von 2014 bis 2019 war, hinter sich gebracht. Und wir sind sehr, sehr froh, dass sie sich dann entschieden hat, sich uns hier in Berlin anzuschließen. Ja, sie arbeitet, um ganz breit zu skizzieren, zur Theorie des Materials und der Materialität in den Künsten, aber auch zur europäischen Literaturgeschichte vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Und ihr Horizont ist dabei unglaublich weit. Ihr letztes Buch, also ihre letzte Monographie, muss ich sagen, hat den schönen Titel Popmusikliteratur 2018 in Hannover erschienen. Es geht nicht um Popmusik als Literatur, was man heutzutage ja auch meinen könnte, sondern es geht um Popmusik in der Literatur, um Zitate populärer Musik in literarischen Texten. Ein wunderbares Buch und vielleicht noch eine Möglichkeit, sich das für die Weihnachtsfeiertage zur Lektüre vorzunehmen, vielleicht mit dem passenden Audioerlebnis kombiniert. Sie hat zum Thema der Materialität zahlreiche Bände herausgegeben oder mit herausgegeben. Ich nenne Ihnen nur zwei. Mit Tobias Fuchs gemeinsam den Band Schreibe, Kunst und Buchmacherei zur Materialität des Schreibens und Publizierens um 1800. Der ist in Hannover 2017 erschienen. Genau 10 Jahre davor, 2007, hat sie mit Mona Körte den Band gemacht Verbergen, Überschreiben, Zerreißen. Formen der Bücherzerstörung in Literatur, Kunst und Religion. Und diese zwei Punkte 2017 bis 2007 geben Ihnen nur an, zwei Punkte, zwischen denen sehr, sehr viel auf dem Gebiet auch in Aufsätzen und kleineren Publikationen passiert ist. Sie arbeitet derzeit an mehreren Forschungsprojekten. Unter anderem leitet sie ein Projekt gemeinsam mit oder betreibt sie ein Projekt gemeinsam mit Annette Gilbert zu Artefakten der Avantgarden von 1885 bis 2015. Annette Gilbert, der Name kommt Ihnen wahrscheinlich vertraut vor. Sie hat in früheren Staffeln dieser Reihe ebenso wie Cornelia Ortlieb auch schon vorgetragen und wird auch wieder zu uns kommen, und zwar am 16.03.2021 mit einem Vortrag zu schlecht gemachten Büchern. Also eine kleine Vorankündigung jetzt schon im Rahmen der Einführung unserer heutigen Rednerin. Ein ganz neues Projekt verfolgt Cornelia Ortlieb auch. Sie hat nämlich ein Teilprojekt in unserem Exzellenzcluster, das am 1. Januar 2021 offiziell beginnt, zur Frage der literarischen Vielsprachigkeit im Verhältnis zur Übersetzung. Heute wenden wir uns mit ihr und unter ihrer Anleitung Stéphane Mallarmé zu, der in so vielfältiger Weise mit der Materialität von Schriftlichkeit verbunden ist. Sein berühmter Coup de dé, der kombinatorische Würfelwurf, wurde ja erst mit der Schreibmaschine überhaupt denkbar. Und Mallarmé war, wie uns Cornelia Ortlieb heute vorführen wird, noch mit und auf ganz anderen Materialien zugange. Fächer, Eier, Mirliton, das sind die Titelstichworte des heutigen Vortrags. Und wir freuen uns sehr, liebe Cornelia, dass du die Einladung angenommen hast, in dieser Runde zu uns zu sprechen. Und ich gebe dir sehr gerne das Wort. Danke vielmals und vielen Dank an alle, die jetzt hier sind in diesem sehr besonderen Raum, in dem ich gleich sehr besondere Gegenstände Ihnen auch vorführen möchte. Und natürlich vielen Dank für die Einladung in diese schöne Vortragsreihe, wo ich als dritte Rednerin auch aufnehme, was in den letzten Wochen besprochen worden ist: Schrift, Artefakte und Papier. Man sieht, wie es hier zusammenkommt, und ich würde das eine Art literaturwissenschaftliche Objektforschung nennen, Versuchsweise. Wie gesagt, das sind besondere Gegenstände, mit denen wir uns heute befassen. Ob die sich nun zu einer Klimax fühlen werden, fügen, pardon, werden, wie in meinem
Titel angedeutet, das muss ich noch zeigen. Womöglich folgen sie auch eher absteigend aufeinander. Das werden wir sehen. Ich spreche ungefähr eine Stunde und dann kommen wir hoffentlich auch noch hinterher miteinander ins Gespräch. Dieser Fächer hier ist vielleicht ein Gebrauchsgegenstand, ein modisches Accessoire oder ein Schriftartefakt. Das ist womöglich auch Ansichtssache. Aber sicher können wir uns einigen, dass dieses Beispiel sinnfällig ist für eine untrennbare Verbindung von Schrift und Ding, die hier auch besondere poetische Kraft entfaltet. Denn wie man ja auch ohne Französischkenntnisse erkennen kann, steht im ersten Vers das Wort Papier, Papier, von Hand in gewollt schöner Schrift, also kalligraphisch, auf ein besonderes Papier aufgetragen, nämlich das eines gefalteten und dekorierten Bechers, wie sie in Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts außerordentlich beliebt waren. Es ist jetzt also hier kein kostbares Einzelstück, was wir vor uns haben, sondern massenhaft hergestellte Ware, die aber zugleich zitiert, was man in Paris wie in ganz Europa erst seit wenigen Jahrzehnten kannte, nämlich die Schönheit ostasiatischer Kunst oder hier japanischer Kunst. Beschriftet ist der Fächer von Stéphane Mallarmé, einem Dichter, der eng mit Malern, Zeichnern, Musikern und anderen Künstlern zusammengearbeitet hat, darunter auch viele KünstlerInnen, wie etwa die Adressatin dieses Gedichts, Miss Fanson, die hier für ihr Klavierspiel berühmt wird, für ihr Piano, wie es da unten in dem Blatt heißt. Mir geht es aber jetzt tatsächlich ausnahmsweise nur um den allerersten Vers, der mehrdeutig und entsprechend schwer zu übersetzen ist, weil er wie so oft bei Mallarmé auch unvollständig oder elliptisch ist. Die Übersetzung wäre ja etwa Flügel, den Papier gefaltet oder auch Flügel aus nichts als Papier gefaltet, je nachdem, wie man dieses Kurs auffasst. Wir haben also einen Fächer hier, den man metaphorisch eingängig als Flügel bezeichnen kann, weil er ja normalerweise von einer typischerweise Damenhand durch die Luft bewegt werden würde, aber nicht aus Federn gemacht, sondern aus Papier und somit gleichsam ein Papierflügel, der beschriftet ist als Papierflügel. Und entsprechend will ich auch bei meinen weiteren Beispielen jeweils das herausstellen, was eine solche untrennbare Verbindung von Beschreibstoff oder Material und Schrift in ihrer dann je besonderen Gestalt auszeichnet, die poetische Reflexion dessen, was hier in dieser Reihe so schön als Materialität von Schriftlichkeit verhandelt wird. Damit komme ich zu meinem ersten Kapitel über die Fächer. Und weil ich schon einiges über diese Dinge geschrieben habe, beschränke ich mich nun auf das, was daran auch für mich neu ist. Bekannt ist, dass Mallarmé diese Fächergedichte tatsächlich in Serie produziert hat. Zu unserem Glück sind eben sogar einige der Fächer erhalten geblieben, die nun für uns natürlich einen unschätzbaren Wert haben, weil sie ja zugleich Gedichtautographen eines der wichtigsten Dichter der französischen Geschichte, mindestens der Moderne, sind. Das hier ist ein Fächer für Mallarmés Tochter Geneviève zum Geburtstag, ich meine dem 16. oder 17., eine Art Initiationsgeschenk, wenn man so will, mit einer sprechenden Farbsymbolik, wie man gleich sieht, weiß, rot und gold. Entfalten da offensichtlich ihre eigenen Kräfte oder Implikationen. Der Fächer bietet sich selbst als Herrschaftsinstrument an. Er feiert die Liebe, muss man vielleicht dazu noch sagen, und zwar relativ explizit und in der unteren rechten Strophe. Also wenn wir jetzt mal wie immer von links nach rechts lesen würden, dann würden wir unten rechts in der Strophe sehen, wie er sich selbst als Herrschaftsinstrument anbietet, nämlich Le Sceptre, das Zepter, heißt es in der klassischen Übersetzung von Carl Fischer, die Zepter, rosenrote Flügel im Abendgold, jetzt unbewegt, hast du als weiß geschlossenen Flügel an deines Armreif Glanz gelegt. Also, na, sorry, ich dachte, ich hätte eine Übersetzung auch. Aber Sie haben es gehört, das Wort Flügel hat der Reim erzogen. Eigentlich sind es rosarote Ufer, von denen in diesem Text die Rede ist, über die das Zepter herrscht mit unmissverständlichen erotischen Implikationen. Aber entscheidend ist für uns, dass Sie als vorletzten Vers ganz unten rechts
sehen auf dem Fächer. Das Long Vol, wie es bei Mallarmé mehrdeutig heißt. Vol ist der Flug oder der Aufflug, das Auffliegen, aber eben auch der Diebstahl. Und das verbunden mit der Farbe Weiß, also der weiße Flug oder der weiße Diebstahl und mit L'Étoile d'Or, also wörtlich Abenden aus Gold, sind ja dann eben wiederum diese Fächerfarben benannt, die wir vor uns sehen. Und von dieser anderen Semantik roter Schrift auf weißem Papier können wir, glaube ich, in diesem Kontext sogar schweigen. Indem der Fächer also selbst antizipiert, wie er als geschlossener weißer Flügel auf dem Armband, vielleicht aus Gold, an einem Arm, der vielleicht auch weiß ist, zu liegen kommen wird, spricht er jedoch zugleich auch ein Lektüreparadox an, denn eben diese Verse wird man ja dann nicht mehr lesen können, wenn man das ausführt, was sie vorgeben, antizipieren, wozu sie auffordern. Mit dem Halten, Drehen, Auf- und Zuklappen, Heben und Senken des Fächers sollen in einer Damenhand auch Botschaften mitgeteilt werden, die um 1900, wie Sie gerade schon gesehen haben, in Frankreich geradezu lexikalisiert sind, diese Postkarte zur Verständigung in der Luft zu korrigieren, Rienne uns verrät. Sie sehen in der Mitte den geöffneten Fächer vor dem Gesicht, die Nachricht, die ich soll, also ich bin allein, darüber à demain, bis morgen, links davon natürlich besonders wichtig, ich liebe dich. Und rechts oben sehen wir eben auch den ans Handgelenk gelegten Fächer. Und diese Geste soll interessanterweise bedeuten, écris moi, also schreib mir. Lass ich jetzt mal so stehen, obwohl es dazu einlädt, noch weiter in diese Richtung zu denken. Aber sagen wir so, in Paris, in der Hauptstadt der Moderne, sind solche geselligen Rituale und Praktiken im späten 19. Jahrhundert offensichtlich auch im Zitat älterer höfischer Kulturen wiederentdeckt worden. Im Künstlerfreundeskreis von Mallarmé war es dann üblich, sich, sagen wir mal, geistreiche, galante, scherzhafte, auch etwas anzügliche Botschaften auf Visitenkarten, Billets, aber eben auch auf solchen handelsüblichen Papierfächern zu hinterlassen. Hier sehen wir einen ohne Stäbe aus dem Besitz von Marie Laurent, die einen der letzten echten Salons geführt hat, selbst eine umschwärmte Schauspielerin, Tänzerin und dann eben Salongastgeberin von Mallarmé in Hunderten von Briefen und Gedichten umworben und gerühmt. Sie sehen hier ihren Fächer, beschriftet mit Versen von verschiedenen Händen, darunter Mallarmé, der dritte von rechts. Hier steht, heureux pour qui, souriante et farouche, Marie Laurent met le doigt sur sa bouche, ce n'est pas des femmes Mallarmé. Und hier sieht man, was man auf dem Fächer, ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, wenn man es weiß, also man muss ja den Kopf um 30 Grad drehen, sorry, das habe ich jetzt nicht ausgeschnitten, dann sieht man aber die Klammer auch auf dem Fächer, sonst glauben Sie mir, dass sie da ist. Und dieses, das ist nicht, ist ja natürlich überaus interessant, vor der Unterschrift, die wir ja auch wieder als Künstlersignatur lesen können, das ist nicht von Mallarmé, also wir haben das einerseits sozusagen als Teil des Verses und andererseits eben auch nicht. Also die scherzhafte Galanterie dieser Verse nehmen die gesellige Schreibsituation von denen, die handeln, auf und binden das mit der Schrift an ihren Träger zurück, denn das wisst ihr schon, der zweiteilige Vers fügt sich in die Reihe der handschriftlichen Gedichte auf dem Fächer ein, die wir gesehen haben, so wie sich der Schreiber zugleich in den Kreis der Bewunderer einreiht und dann eben auch aus diesem Kreis heraustritt, nämlich als der, der nicht durch Marie Laurent Geste ausgezeichnet ist, der Außenseiter, der mit dem Akt des Unterzeichnens heraustritt, paradox als der, der nicht ausgezeichnet wurde. Und auf dem Fächer hat die Adressatin aber dann dennoch ja immer die Schriftzüge dieses womöglich Übersehenen und seinen Namen buchstäblich ständig vor Augen. Das kleine Gedicht hat also selbst Teil an der dem Fächer eigenen Kunst des Verbergens und Zeigens. Und dazu gehört ja auch die Geste selbst.
wenn sie mit der Fächerhand ausgeführt wird, dann hätten wir sie auf der Postkarte ja auch schon gesehen als dieses berühmte Je t'aime, was da angeblich am Mund gezeigt wird. Wir hier schauen natürlich nicht auf die Fächer selbst, sondern auf die mehr oder weniger gelungenen Fotos, die wir haben, oder Digitalisate mit entsprechend interessanten Implikationen und Folgen, über die wir ja am Ende uns auch noch unterhalten könnten. Und wie immer herrscht auch nicht, ach ja, das war nochmal der Finger zum Mund, wenn er einen Fächer hält, würde dann eben Je t'aime bedeuten. Also ich wollte sagen, nicht immer herrscht überall reine Harmonie, wenn wir auf Fotos oder Digitalisate schauen. Das wird, glaube ich, deutlich, wenn wir uns das hier anschauen, ein Fächer, den Mallarmé für seine Ehefrau Marie beschriftet hat, ausnahmsweise, wie auch schon auf dem Fächer für die Tochter, mit einer längeren Folge dieser typischen Quatrain, dieser Vierzeiler-Strophen, die wir sonst eigentlich immer alleine auf dem Fächer finden. Hier ergibt sich sogar ein Sonett, insgesamt typisch eben 14 Versen. Und das ist eines der wenigen Gedichte auf Fächern, die tatsächlich ins Deutsche übersetzt sind. Schon lange wegen der großen Tradition dieser Gedichtform in der romanischen Literatur. Anders als die vielen, vielen Gedichte, über die ich gerne auch noch viel mehr sprechen würde, die auf bestimmten Dingen und Gegenständen sind, die bis heute nicht übersetzt sind. Nach Mallarmés plötzlichem Tod 1898 hat seine Tochter eine Sammlung solcher Gelegenheitsverse oder Verse zu Anlässen oder gesellige Verse, wie immer man das nennen wollen würde, zusammengestellt. Mallarmé hatte sie selbst schon fortlaufend veröffentlicht, einzeln in kleinen Gruppen, hatte auch verschiedene Buchprojekte, die mehr oder weniger zustande gekommen sind. Und jetzt, genau vor 100 Jahren, 1920, ist das Buch mit dem wunderbaren Titel Verde für Constance entstanden, herausgegeben von der Tochter und dem Schwiegersohn. Darauf werde ich noch zurückkommen. Und Verde für Constance, das wären vielleicht Verse unter Umständen, Verse zu Anlässen, Verse zu Gelegenheiten, dazu gleich. Verse unter Umständen heißt aber auch auf ganz besonderen Schriftträgern. Es sind Briefumschläge, Fotografien, Buchseiten, aber auch Calvados-Krüge oder sogar Ziegelsteine, flache Ziegelsteine. Und eben auch Fächer. Und damit zurück zu diesem besonderen Gedicht und Ding aus der Pariser Sammlung der Bibliothek Jacques Cousset. Die sagt, er stammt aus dem Jahr 1891. Die Länge der Stäbe sind beachtliche 33 cm. Das Material sei ein Blatt aus versilbertem Papier, geschmückt mit weißen Gänseblümchen. Und jetzt sehen wir sozusagen das Problem. Ein Silberpapier mit weißen Gänseblümchen kann wahrscheinlich keine Kamera wirklich gut fotografieren. Nur in Klammern der Hinweis, dass die Fotografietechnik, eine französische Erfindung im 19. Jahrhundert, ja auch mit Silberplatten arbeitet, aber das wirklich nur in Klammern. Das Silbern ist hier offensichtlich sehr stark nachgedunkelt und an manchen Stellen sieht man kaum noch was von den Versen, die hier auch in roter Tinte aufgetragen sind. Wundersamerweise hat man, wie so oft im Digitalen, manchmal das Gefühl, man sieht doch mehr. Ich zoome ein bisschen dichter ran und man sieht quasi diese roten Verse so schemenhaft hier erscheinen. Es sind wieder Blöcke, die offenbar in der üblichen westeuropäischen Leserichtung von links nach rechts aufgetragen sind und dann sozusagen von oben nach unten. Und das ist interessant, weil dieser rechteckige Block des Quatrain immer quer steht, buchstäblich und metaphorisch zu dem, was die Fächerfalte als ihr eigenes striktes geometrisches Format ja vorgibt. Entscheidend ist auch hier, dass wie in den anderen Beispielen dieser Eindruck von Kostbarkeit, Seltenheit, Einzigartigkeit durch bestimmte Effekte des Materials hervorgerufen wird, hier eben das Silberpapier. Aber insgesamt haben wir es wirklich mit massenhaft hergestellten, industriell gefertigten Produkten zu tun, also mit etwas, was man vielleicht nicht in jedem Laden, aber was man eben kaufen kann und was offenbar auch nicht teuer war. Gut, nun zum Gedicht. Ich wechsle in die Textansicht.
viel zitiert und viel diskutiert ist natürlich diese allererste Strophe. Jeder Halbsatz oder jede Formel hat eigene wichtige programmatische Implikationen, unmöglich das jetzt hier auszubuchstabieren. Also den ersten Viererblock könnte man grob, pardon, übersetzen, wie und als eine Sprache, also avec comme prolongage, wie als Sprache, ein nicht nur ein Schlag zu den Himmeln, löst sich der künftige Vers von seinem sehr kostbaren Ort. Und nebenan sehen Sie die klassische und natürlich die schönere Übersetzung von Carl Fischer. Aber mir ist wichtig, dass dieses Logis très précieux, dieser sehr kostbare Ort, natürlich hier einerseits den Fächer meint oder die Tiefe der Fächerfalte, aus der dieser Vers sich ja buchstäblich löst. Aber dass wir an dieser Stelle schon auch an die erste Quelle gesprochener Verse denken sollten, nämlich den Mund. Der Mund wird in Mallarmés Gedichten für Mary Laurent und andernorts oft als geschminkter, also solchermaßen geschmückter, als Kostbarkeit geradezu fetischisierend umkreist. Und jetzt hier in diesem Sonett könnten wir ja uns einigen, ein Shakespeare-Sonett erkennen zu wollen, mit dieser typischen Schlusspointe in den letzten zwei Versen, allerdings auseinandergezogen zu diesen drei Quatrain-Blöcken vor dem typischen Schlussvers-Doppel. Und dann könnten wir sagen, dass buchstäblich dekonstruiert somit auch das Schreibformat einer Liebesdichtung ist, die ja auch bei Shakespeare schon um bestimmte thematische Schwerpunkte zentriert ist, wie etwa die Fruchtbarkeit von Natur und Frau oder der Kampf gegen die alles zerstörende Zeit, um das mal so sträflich kurz anzudeuten. Hier ist das Fächergedicht, wie natürlich schon unzählige Male bemerkt worden ist, in der Selbstreflexion etwas, was zur Allegorie seiner selbst wird. Mallarmé radikalisiert, wenn man so will, auch eine Schicht dieser Shakespeare-Sonette, die ja ihrerseits ganz oft in eindrucksvoll plastischen Bildern das poetische Schreiben allegorisch behandeln. Und wenn man so will, könnte man in der zweiten Strophe hier beides in eins gesetzt sehen, in diesem Flügel ganz unten die Botschaft, dieser Fächer, wenn er es ist, derselbe, durch den hinter dir ein Spiegel ist, für ihn wörtlich. Und metonymisch wieder als Flügel benannt ist es also somit er, der Fächer, der sich niedersinken lässt, hinter dem sie, seine bislang verborgene Trägerin, zum Vorschein kommt, wie das so üblich ist, wie Sie es auch auf der Postkarte gesehen haben, also dieses jalousienartige Auf und Zu, was man mit dem Fächer anstellen kann. Und das Denken des Fächers ist ja aber, wie wir gesehen haben, zugleich seinerseits eine Nachricht und verkörpert sie. Also Medium und Botschaft fallen im Moment der Handbewegung zusammen. Und eben das artikuliert nochmals die Schlusspointe in zwei Versen, die ganz an den rechten Rand des Fächers geschrieben sind und von den drei vorigen Blockquatrain ganz deutlich nach unten abgesetzt sind. In größtmöglicher Nähe, könnten wir jetzt sagen, zur rechten Hand der Dame, die den Fächer womöglich hält. Toujours fait-il apparaître en petit main sans paresse. Ein bisschen eigenartig wörtlich. Immer erscheint es so zwischen deinen Händen ohne Faulheit. Und diese Art von Niedergang im Stil und Ausdruck in diesem unpoetischen letzten Wort lässt sich wie so oft natürlich als Tribut an einen selbst auferlegten Reimzwang lesen, womöglich aufgrund der Unersetzlichkeit des Verbs apparaître erscheint, das im sprachlichen Kosmos Mallarmés große Bedeutung hat. Der Wechsel der Tonlage ist aber auch typisch immer für diese scherzhaft galanten Gedichte, die mehr oder weniger offensichtlich auch erotische Anspielungen machen oder gar zweideutig sind, und hier kann man natürlich bei den fleißigen Händen im Echo des letzten Verswortes auch an Tendresse oder Caresse denken, also an Zärtlichkeiten und Streicheln.
Die etwas rätselhafte dritte Strophe scheint wie bei Shakespeare eine im Liebesdialog aufscheinende Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit der Liebe oder mit der Vergänglichkeit alles Irdischen anzuzeigen. L'antide ou va redescendre pour chasser en chaque grain un peu d'antide sombre, seul à me rendre chagrin, wörtlich durchsichtig, wieder hinabsteigen, wie auch immer. Gehetzt in jedem einzelnen Korn ein wenig unsichtbare Asche, nur um mir Kummer zu bereiten. Die enigmatischen Verse scheinen einmal mehr diese unablässige, eilige Fächer- und Fächelbewegung nachzuzeichnen, mit unverkennbaren Anspielungen auf andere Formen des Niedergangs, also vielleicht über den Tod hinaus sogar, bis zur Aschewerdung. Aber offensichtlich dekoriert das Fächergedicht ja hier einmal mehr auf den Fächer selbst. Cet éventail heißt es. Also dieser Fächer ist angesprochen im zweiten Vers der zweiten Strophe. Dieser ganz spezielle Fächer, nämlich der, der in der Bewegung weiß durchsichtig erscheinen mag, dieser Papierflügel, von dessen Silberschicht sich bei ständigem Gebrauch unablässig winzige Teilchen lösen, gleichsam unsichtbare Asche immer wieder niedergeht, wie es in dem Vers heißt. Und so naheliegend es ist, in dieser zweiten Strophe eine Salonszene evoziert zu sehen, wo man quasi einen Spiegel sich vorstellt im Rücken der Frau mit dem Fächer in der Hand, ist es doch hier offensichtlich eindeutig dieser silbrig glänzende Fächer auch vor dem Gesicht seiner Trägerin, in dem sie sich gespiegelt sieht, so wie in der spiegelnden Oberfläche zugleich ihr Gesicht gleichsam gespiegelt aufgenommen ist. Toi quelque miroir à lui, du ein Spiegel für ihn. Und selbstredend ist es auch eine weitere Pointe, dass an die Stelle des grammatikalisch männlichen Fächers dann eben auch ein anderes männliches Subjekt oder Wesen treten könnte in wechselseitiger Spiegelung, wie natürlich ein Topos oder der Topos schlechthin vielleicht der Liebesdichtung ist. Also vielleicht hoffentlich erlauben Sie noch ein allerletztes Beispiel für eine solche poetische Verdichtung, das zumindest auf den ersten Blick viel einfacher und schlichter und eingängiger ist. Bei einem Workshop mit Studierenden haben wir aber letztes Jahr buchstäblich stundenlang über dieses harmlose kleine Gedicht diskutiert. Das ist ein Gedicht für Gabrielle Herold, die Ehefrau des belgischen Schriftstellers André Frontenac, der seinerzeit bei Mallarmé Englisch gelernt hat. Mallarmé hat ja sein Geld eigentlich als Englischlehrer verdient. Und es entwirft auf der Rückseite eines mit Blumenzeichnungen dekorierten Fächers, die Sie hier sehen, umgeben von drei weißen Blüten und entsprechend auf sozusagen japanischem Bildgrund, in sorgfältig kalligraphisch eingepassten Schriftzügen und mit einer ausgeschriebenen Künstlersignatur, zugleich ein poetisches Bild und ein Szenario, in dem bereits vor dem auch deutschen Schlusswort eine unübersetzbare Mehrsprachigkeit wirkt. Also, comme la lune l'encrit un blanc nuage profond, puis étant la rêverie de Mademoiselle Herold, wie die Mondin es erbittet, ein weißes Wölkchen für Cold, Cream verstreicht oder erstreckt sich die Träumerei von Mademoiselle Herold. Also, der grammatikalisch weibliche Mond greift zur weißen Wolke, um die fette weiße Creme auf das sprichwörtliche Mondgesicht aufzutragen. Unter kosmischen Verhältnissen ist die Wolke also so etwas wie ein Wattebausch, eine andere zarte weiße Substanz. Und man könnte sich vorstellen, dass mit dieser nicht adressierten Bitte doch womöglich eine zweite Person im Raum ist, vielleicht der im französischen grammatikalisch markierte Sonnenmann, Le Soleil. Von intimer Nähe zeugt mindestens bereits die Beobachtung einer solchen Boudoir-Prozedur, die
ja eigentlich in der Intimität eines abgeschlossenen Raums stattfindet, zu dem niemand Zutritt hat. Im zweiten, gleichfalls elliptischen Vers erst angedeutet allerdings, ja, denn die Wolke als cold anzusprechen, wie der zweite Vers tut, ist ja sozusagen erstmal meteorologisch korrekt. Eine Wolke, jede Wolke ist kalt, weil sie aus winzigen Wassertröpfchen oder Eiskristallen besteht. Und interessanterweise sieht man Wolken am Himmel ja auch nur, weil es eine bestimmte Lichtstreuung gibt, so wie der weiße Mond seine Beleuchtung nur indirekt von der Sonne erhält. Und im dritten Vers ist dann eigentlich erst interessanterweise die kosmische Szene expliziter mit den weiblichen Bewegungen der Schönheitspflege, der Kosmetik verbunden. Cream allein könnte man missverstehen, das englische Wort, würde ja Sahne bedeuten, also eine interessante neue weiße Substanz ins Spiel bringen. Im Engagement ist es aber ein Handelsnamen, also die Cold Cream, ein Terminus technicus könnte man auch sagen, eine weiße Salbe, die aufgrund ihres hohen Fettgehalts zum Abschminken sich ebenso gut eignet wie als Schutz und Pflege rauer Haut. Und als wirksames Antidot bei Erhitzung und Errötung ist die Cold Cream bereits in Flauberts Madame Bovary ein sprechendes oder sogar verräterisches Mittel oder Indiz. Und das Verstreichen der Salbe mit diesem vieldeutigen Verb étendre, könnte man sagen, das ist so einfach häuslich, wie man ein Butterbrot bestreicht, bestreicht man sich selbst sozusagen mit dieser Salbe. Es ist aber auch ein Verb, mit dem die selbsttätige Ausbreitung von Stoffen bezeichnet werden kann. Also etwas, was sich ausbreitet, was sich verteilt in der Fläche. Und so kann man eben auch metaphorisch sagen, dass die Träumerei oder die Fantasie dieser jungen Frau sich so ausbreitet. Das geht auf Deutsch natürlich alles nicht so gut wie auf Französisch. Oder auch das Aufziehen der Fächerfalten, nicht zuletzt. Ja, die ja jetzt hier auch ausgebreitet, also durch die Bewegung der Hand aufgestrichen gleichsam vor uns. Und das heißt, also spätestens jetzt hat man doch das Gefühl, diese sehr zarte, weiße, vorgeblich unschuldige Szene der Feier einer kosmischen und irdischen Schönheit auf dieser inneren Fächerseite wieder, die die Trägerin ja immer vor Augen hat, hat doch auch ein Element von Zudringlichkeit oder sogar Obszönität, das aber gleichzeitig im Material dieses Schriftgebildes transzendiert ist. Also dieser überaus fragile Fächer ist aus beige, silbern, glänzendem, wirklich durchscheinendem Papier, das sieht man ja sogar auf dem Foto, montiert auf 10 dünnen, versilberten Bambusstäben mit ganz zartem japanischem Blumendekor. Also sprich metonymisch eigentlich eher herzunehmen für die, sagen wir mal, Verletzlichkeit oder Fragilität seiner Besitzerin. Und womöglich ist sie ja auch gar kein gewappneter mittelalterlicher Herold. Das ist historisch übersetzt aus dem französischen Hero, auf Deutsch vielleicht auch eher ein Bote, der in früheren Zeiten typischerweise ohne Waffen der Armee voranging. Wie ja auch der Verfasser dieses Gedichtes schlecht bewaffnet ist, französisch mal armé, also einmal mehr im Fächerspiel zugleich gezeigt und verborgen. Damit kommen wir endlich zu den Eiern, vielleicht unpassend, ein klein wenig unpassend zu den Ostereiern, über die ich jetzt sprechen möchte. Die bilden im Vers de Circonstance Buch, also in dem Buch mit Mallarmés Versen unter Umständen zu Anlässen oder zu Gelegenheiten, eine eigene Abteilung. Und hier ist wiederum Mary Laurent die häufigste Adressatin. Sie alle kennen sie vielleicht aus diesem berühmten Porträt ihres Freundes und Geliebten Edouard Manet, der sich hier offensichtlich japanisch beschmückt, als Allegorie der Herbst abbildet. Japanisch sehen wir sie auch in einer undatierten Fotografie, die im typischen traditionellen Gewand zeigt, mit einem Fächer in der Hand, einem zweiten in ihrem aufgesteckten Haar. Und dieses Haar hat Mallarmés
unzählige Male bedichtet als rot-gold-blonde Fülle von besonderer Schönheit. In einem Gedicht für Marie Laurent schreibt Mallarmé, sie sei selbst wie ein Fächer, oder sie ist ein Fächer, der einen ganzen Raum erfrischen kann. Und eng verwandt mit dieser Bildsprache ist ihre konsequente Anrede als Pfau, also mein Pfau, mein lieber Pfau, mein kleiner Pfau oder auch überraschend mein weißer Pfau, so nennt er sie in immerhin ungefähr 250 erhaltenen Briefen und Billets, also kleinen Briefkärtchen, häufig mit Gedichten durchsetzt, durchgehend. Und so hat er sie auch gezeichnet. Das ist ein Bande dessinée sozusagen, ein Comic, den Mallarmé gezeichnet hat, in dem Marie Laurent als androgynes Mischwesen aus Dame und Pfau auftritt, königlich, wie Sie gesehen. Es geht um eine Reise und entsprechende scherzhafte Andeutungen zum Aufwand, den dieses königliche Wesen da betreibt oder auch hier offenbar erbost über den Abriss seines oder ihres Sommerhauses. Il change de maison steht drunter, also eher der Pfau wechselt den Wohnort, den Wohnsitz. Und mit diesen Bildern kompensiere ich natürlich einen offensichtlichen Mangel. Die Ostereiergedichte Mallarmés sind wie ein berühmtes Gedicht von Eduard Mörike, das den Titel Auf ein Ei geschrieben trägt, weil es auf ein Ei geschrieben ist, einstmals auf Eierschalen geschrieben gewesen. Und diese Eierschalen gibt es nicht mehr. Wir nehmen ersatzweise die Schreibung der Tochter Geneviève zur Hand, die aus dem Nachlass ihres eben sehr plötzlich gestorbenen Vaters das Buch zusammengestellt hat, die Verde Circonstance. Wie gesagt, vor genau 100 Jahren ein Jubiläum, was wir hiermit feiern wollen. Und demnach waren die typischen vormals weißen Hühnereier wiederum typischerweise rot gefärbt. Mallarmé hat sie mit goldener Farbe beschriftet. Wir könnten uns an die Farben von Genevieves Fächer erinnert fühlen. Und ich nehme jetzt ersatzweise für eine Goldschrift auf rotem Ei ein Fabergé-Ei, was kein Anachronismus ist, sondern tatsächlich ein zeitgleich in der Welt bereits existierendes Juwelierprodukt, benannt nach Fabergé, dem russischen Goldschmied, der den kaiserlichen Hof dann bedient hat mit diesen berühmten sogenannten Fabergé-Eiern. Also das ist jetzt sozusagen Abbildung ähnlich, aber vielleicht ergibt sich ja tatsächlich auch noch eine Berührung zwischen den rot-goldenen Eiern, die Mallarmé hergestellt hat, und diesen anderen, aber das mit einem großen Fragezeichen. Mir geht es eigentlich darum, dass man auch hier natürlich ein gut etabliertes, geselliges Ritual und eine Serie von Praktiken hat, die Mallarmé aufnimmt, zitiert und überbietet. Die Goldschrift hat Implikationen wie Kostbarkeit, materieller und transzendentaler Wert sind sozusagen untrennbar voneinander, und indem man mit Gold direkt auf ein gefärbtes Ei schreibt, macht man ja das gesamte beschriftete Ding zu einem neuen poetischen Artefakt, das dann wiederum seine eigenen Implikationen und Wirkungen entfaltet. Dazu gehört natürlich erstmal der Farbkontrast. Der kann wiederum seinerseits auf lange Traditionen der rituellen Zusammenstellung bestimmter Farben und Stoffe in sakralen und weltlichen Kontexten zurückverweisen. Also namentlich an Ostern sind Rot und Gold entscheidend, nämlich liturgische Farben, deren Gebrauch in der Westkirche auch ganz strikt geregelt ist. Gold oder Weiß zu Ostern, Purpur oder Schwarz in der Karwoche, Rot oder Gold am Halbsonntag, den Sonntag vor Ostern. Und eben diesen besonderen Sonntag spricht auch eins der 8 veröffentlichten Eiergedichte an, darauf komme ich gleich zurück. Das Ei, also wie gesagt, eigentlich stellen wir uns jetzt ein Hühnerei vor, ein rot gefärbtes Hühnerei, das mit Gold beschriftet ist. Das würde man ja aber auch nicht nur als eine beschriftete Fläche natürlich wahrnehmen, sondern vielleicht als einen perfekt geformten geometrischen Körper. Man kann es in die Hand nehmen, drehen, wenden, dichter ans Auge heranführen, distanzierter in den Blick nehmen, man kann es weglegen, wieder aufnehmen, und es wird eine Reihe anderer sinnlicher Eindrücke auslösen,
die über das Sehen einer Fotografie, was wir hier versuchen, natürlich weit hinausgehen. Und auch diese Schriftfarbe würde ja dann über diese liturgisch-sakralen oder sonstigen transzendentalen Bedeutungen hinaus natürlich ihre eigenen Effekte zeitigen. Man würde sie sehen, riechen, schmecken, anfassen, schon bevor man das Ei bestimmungsgemäß verspeist. Dass die Farbe Rot dann wiederum in einem Austausch unter Liebenden oder beim Umwerben einer Frau durch einen fichtenden Mann auch so ihre Implikationen hat, ist, glaube ich, klar. Es ist ein relativ unverblümter Verweis auf die erotische, körperliche, fleischliche Seite der Liebe und des Begehrens. Das hätte man auch schon bei Genevieves Fächer nachlesen können, wenn wir das gewollt hätten. Also hier aber nochmal verstärkt natürlich, weil das Ei als Symbol und ansonsten auch Ort der Fruchtbarkeit und der Entstehung neuen Lebens natürlich auch dann wiederum eigene symbolische Bedeutung hat. Das hat auch schon Mörike in dem zitierten Gedicht auf ein Ei geschrieben, für die witzige Wendung genutzt, dass er auch eben diesem Ei die uralte Frage diskutiert, was denn zuerst da war, die Henne oder das Ei. Und das erste Gedicht Malanés in dieser Sammlung verweist aber schon mit klarem deutschen Bezug, wie ich gesagt habe, auf Ce Dimanche Ancien, diesen besonderen Sonntag, also den Sonntag vor Ostern. Andere Eier sprechen ganz explizit auch vom Tag Ostern. Und der materielle Verweis auf dieses höchste christliche Fest, das ja zugleich auch eine Feier der Fruchtbarkeit und des Neubeginns im Frühjahr integriert, also ältere solche Feiern integriert, liegt natürlich auch jetzt schon in diesen besonderen Lebensmitteln und Artefakten, wie gesagt, dem gefärbten Ei. Und hier aber ist ja dessen wiederum eigene Transzendenz und komplexe Metaphysik, wenn wir mal so sagen wollen, spätestens mit dem Aufforderungscharakter der Schriftzeichen präsent, denn schließlich heißt ja Lesen zunächst mal nichts anderes, als von einem körperlichen, materiellen zu abstrahieren, um Sinn und Bedeutung zuweisen zu können, wenn man ein Element einer Zeichensprache hat. Und entsprechend ist es natürlich hier wieder besonders, dass Mallarmé mit Ce Dimanche Ancien hier für sie als Hörende ununterscheidbar auch Ancien anspricht, einen Schwan, der wiederum in anderen Gedichten auch ununterscheidbar als Ancien aufgerufen ist. Ancien, ein Zeichen, also Ancien mit S versus das Ancien mit C, was wir hier im letzten Vers haben. Und der Schwan ist natürlich im Raum des Poetischen nicht irgendein Zeichen, abgesehen davon, dass er auch noch ein eigenes Sternbild am Himmel hat, was ja wiederum zu dem Coup d'Idée ganz entscheidend wäre, wo es um Sternbilder auch geht. Aber schon als antiker Topos und erst recht für die Moderne reaktualisiert, mindestens durch diverse Gedichte Charbonnières, ist er natürlich das Sinnbild des Dichters schlechthin. Mythologisch darin begründet, dass der männliche Schwan vor seinem Tod angeblich besonders schön singt, den uns redensartig vertrauten Schwanengesang. Man wird also jetzt nicht sehr überrascht sein, genau das und natürlich noch viel mehr auf Mallarmés Ostereiern zu finden, etwa hier. Und wenn man die 8 Silben und den Kreuzreim, die wiederum typischerweise in all diesen Gedichten vorherrschen, beibehalten will, heißt das etwa, diese Eiermadamen könnten sie zum besonderen Sonntag dann durch ihr mütterliches Brüten hier fliegen lassen, weißer Pfau, Schwan. Wenn man den dritten Vers wörtlich übersetzt, ergibt sich, dass die Eier durch ihre, der Adressatin, Drehungen gebrütet sind, also bemuttert und gehegt aber auch, weil das auch Bedeutungen von Couvée sind, also wieder buchstäbliche und metaphorische Rede miteinander überspielt werden. Und eben das, nämlich die Verbindung von buchstäblichem oder wörtlichem und übertragenem, kann das gleichsam sprechende Ei ja selber auch ganz wunderbar verkörpern, wenn es nämlich die angeredete Madame selbst dazu auffordert, doch diese Eier zu bebrüten. Und zwar eben diese, auf denen die Aufforderung steht. Und jetzt haben wir dasselbe Paradox wie vorher beim Fächer, denn dieses Vous pouvez, die Einladung zum
Brüten angenommen, würden wir sie natürlich genau nicht mehr lesen können, denn dann würde sie eben dadurch zerstört werden. Ganz ähnlich wird auch ein weiteres Gedicht die Erwartung ausdrücken, dass wenn sie, Melie, diese Eier nur begrüten würde, Zitat jetzt ohne Bild, zwischen den kleinen Pfauen ein Schwan, also parmi les petits ponts un cygne, hervorbrechen würde. Und wie gesagt, die rote Farbe macht aber, dass bei all diesen Schwan- und weißer Pfau-Geschichten doch auch noch diese andere körperliche Dimension der Liebessprache präsent ist. Sprechend sind Eier ohnehin jetzt vielleicht noch ganz kurz in Bezug auf den Ostersonntag nochmals. Man könnte ja auch, wenn das hoffentlich niemand das religiöse Gefühle verletzt, auch die Auferstehung Jesu, die gefeiert wird am Ostersonntag, als eine Art Wiedergeburt bezeichnen, und die Fruchtbarkeit der Natur, die gefeiert wird, gehört eben dann sinnfällig dazu. Und das vielleicht noch in einem anderen Gedicht, das auf den ersten Blick ganz ähnlich aussieht. Wörtlich könnte man sagen, brennende Verse, trübe Prosa, Prosa. Wenn du es jemals wollen würdest, besser aus diesen Prosa-Schalen könnte ich Hähnchen oder Hühnchen ziehen. Und das ist etwas überraschend, was du gleich. Aber sie haben auch wieder bemerkt, dass auch hier diese seitische Wendung, der Bezug auf genau dieses Ei enthalten ist, hier in den rosa Schalen, wo es sich dem Weinwort geschuldet, als Mischung aus Weiß und Rot, zeigt es natürlich auch wieder eine andere Art von, sagen wir mal, fleischlicher Körperlichkeit an. Und da würde das Adjektiv brûlant, also brennend, uns ja auch schon in die Richtung weisen. Die Schlusspointe ist aber, wie Vera Vogel in einer etwas freieren poetischen Übersetzung herausstellt, mindestens doppeldeutig, denn hier ist ihrer Meinung nach eine zeitgenössisch gebräuchliche, scherzhafte Metonymie im Spiel. Mail im Plural wären demnach kleine Liebesbriefchen. Und dann ergibt sich Verse feurig, keusche Prosa, wolltest du es je mehr riechen, besser als aus Schalen rosa, brüte ich aus Liebesbriefchen. Und das heißt, diese vielleicht etwas befremdliche Vorstellung der Sprecher in diesem typischerweise von männlichen Verben und weiblicher Zurückweisung klassisch geprägten Austausch von Briefen, Gedichten und Gaben würde sich hier selbst auf den Eiern sitzend quasi als bessere Mutter figurieren, kriegt hier durch die andere Lektüre des Schlusswort natürlich eine selbstironische Brechung, die sehr schön ist, im Anschluss an die Selbstüberbietung, die wir ja vorher schon in der Klimax haben, der dreifachen Steigerung. Er, der Dichter, kann Verse, Prosa und besonders Liebesbriefe ausbrüten oder auffliegen lassen, wie es im letzten Gedicht hieß. Und den Dichter wiederum als Zeugen dann oder sogar als Gebärenden aufzufassen, ist ja aber auch eine überaus geläufige Figur poetologischer Rede mit einer sehr langen Tradition, mindestens bis zur griechisch-römischen Antike. In Platons Symposion sind schließlich bereits denkbar prominent beide zusammengebracht, zu denen, wie ein deutscher Leser des 19. Jahrhunderts, der Heidelberger Privatdozent und spätere Professor für Philosophie Karl Fortlage erläutert, im Sprechen über die Liebe, in dem Sokrates die Liebe erklärt für ein Verlangen nach der Geburt im Schönen, dabei den Begriff der Geburt sowohl als den Schönen im ausgebreiteten Sinne nimmt, so wird dieser Ausspruch eine Schnur, woran sich wieder nicht wenige Ideen anreihen. Sokrates nimmt Geburt im Sinn von Poesis oder Produktion, die Hinüberführung einer Sache aus dem Nichtsein ins Sein. Also es gibt eine ganze Reihe von Hervorbringungen, die angesprochen sind bei Platon, die Fortlage hier kommentiert. Große Taten, Gesetze, Erfindungen, Kunstwerke und endlich auch die eigentliche Poesie und Philosophie. Und im Gespräch der Freunde bekommt bei Platon Agathon recht, der für die unschätzbare Kraft der Liebe plädiert und dem Eros unter dem Titel eines Poeten auch die Anordnung des
Verfolgungskrieg zu besprochen hatte. Der größte Schöpfer ist demnach der, der einen Schöpfer hervorbringen kann, um so ein vorläufiges Fazit zu sehen, wie aber das Zeugen nach Sokrates ein Dichten ist, so auch das Dichten ein Zeugen. Und abseits von all dem, was sich jetzt jeder selber noch so denken kann bei Eier, Gaben und so weiter, in all diesen Andeutungen, die ich jetzt aus Lizenzgründen mal nicht verfolgen will, die aber sehr wohl, wie Sie gesehen haben, auch in diesen Versen drin stecken, könnten wir uns doch noch einigen, dass Mallarmés Gedicht am Ende des dritten Verses ja auch diesen Sprung vom Abstrakten des Dichtens und Übereignens gemacht hat, zum Konkreten der Gabe, nämlich dieser rosa Eier, die zugleich dann ihrerseits wieder die Grundlage für eine metaphorische Wendung war, nämlich die vom Brüten und Ausziehen dieser nicht nur kleinen Lebewesen, die man da sonst so vermuten würde, sondern eben der ihrerseits abstrakt konkreten Verskunst, also der Liebesbriefchen oder Liebesgedichte. Und eben diesen Vorgang, nochmal zur Erinnerung, hat ja eigentlich das erste Gedicht für Marie Laurent schon vorgeführt. Also es gibt sich in, da gibt sich in mehrfacher Hinsicht eine Art Loop, eine Kreisbewegung, wie die mütterlich Brütende hat im Zeichen von Tau und Schwan eben das hervorgebracht, was der Dichter doch selbst produziert hat. Und das heißt, wir könnten sagen, mit Blick auf diese Platon-Schleife, dass in einem solchermaßen metapoetischen Akt Mallarmé sich selbst an die Stelle des Eros gesetzt hat, die Platons Agathon als die Höchste ausgemacht hat, als die dessen, der den Schöpfer schöpft, in diesem Fall die Schöpferin. Und man darf und soll und muss wahrscheinlich auch an dieser Stelle an den Göttervater Zeus in der griechischen Mythologie denken, der sich als Schwan mit eben jener Leda vereinigt, die dann das Ei gebären wird, in dem die umworbene und umkämpfte Figuration weiblicher Schönheit schlechthin verborgen ist, die schöne Helena. Und die bildende Kunst hat ja gerade diesen Zeugungsakt obsessiv unzählige Male variiert, was ich jetzt hier nicht zeigen möchte. Also nach diesem etwas bedenklichen Höhenflug und drohenden Absturz in Szenen der Zudringlichkeit, der Bemächtigung oder vielleicht auch der Gewalt an zumal weiblichen Körpern, will ich jetzt noch zuletzt einen Gegenstand in den Blick nehmen, der sich eben diesen Blick, wie Sie gleich sehen werden, gerade auch hier im Digitalen leider zugleich auch entzieht, der Mirli Thorn. Also womöglich haben Sie schon für die Vorbereitung Ihre Suchmaschinen aktiviert, um dieses unverständliche und wenig bekannte Wort, ich fürchte, das Bild ist auch unscharf, zumindest für mich sieht es unscharf aus, passt aber ganz gut eigentlich. Also ein Wort, das niemand kennen muss, Meliton in meinem Vortragstitel. Vielleicht hätten Sie aber auch schon dieses Bild finden können über die Seiten der Bibliothek Jacques-Cousset in Paris, die eine große Sammlung aus Mallarmés Nachlass besitzt und sehr großzügig teilt, darunter auch dieses Foto. Und es ist ausweislich der Beschriftung auf der Webseite ein Meliton aus dem Besitz von Mélie Laurent, also offensichtlich ein jünger Stab, und ich zitiere aus der Beschreibung in Übersetzung, geschmückt mit einem Papierband, das mit Distichen Stéphane Mallarmés bedruckt ist, die in die Plejade-Ausgabe der gesammelten Werke unter dem Titel Autour de Méliton um ein Méliton herum aufgenommen wurden, also die sehr viel spätere Plejade-Ausgabe. Ein Dicht Distichon ist, wenn Sie das kurz mal erlauben, eigentlich im weiten Sinn nur ein Gedicht aus zwei Versen. Also in seinem weiten Sinn wäre es ein Gedicht aus zwei Versen. Die Hälfte also dessen, was wir hier vorhin typischerweise als Quatrain, als Vierzeiler gesehen haben. Wie gesagt, auf Eiern, auf Briefkarten, Visitenkarten, auf Briefumschlägen, wirklich omnipräsent und auf Fächern allemal. Eben dort auf dem Fächer von Mélie Laurent haben wir vorher auch schon einen Dichtung gesehen, einen solchen Zweizeiler. In der Buchausgabe der Verdes de Constance von 1920 finden wir eine ganze Abteilung der Dichtung mit 25 Gedichten in solchen zwei Versen. Die sind wiederum adressiert, wie alle diese Verse adressiert sind,
hier an einen Kreis von Familienmitgliedern, Freundinnen und Freunden, die mit der Nennung ihrer Namen zugleich scherzhaft, neckend angesprochen werden und zugleich auch zum Teil einer Gedichtfiktion gemacht werden. Sehr interessant. Hier in zwei Versen zu jedem Film etwa so. Also Madame François, le son nominal, Amélie, un peu de déterminé. So leicht hin, dahin besprochen, beschloss mich ein wenig lieb zu haben, wird mich wohl ein wenig lieb haben. Das, was ich meinte, ist, dass eben diese adressierte Person zugleich die ist, die dann auch Teil dieser Versfiktion ist. In den üblichen acht Zilden, die zweite Übersetzung von Katharina Scholl. Und noch eins, damit Sie sehen, dass das wirklich so seriell produziert, aus dem Handgelenk locker weggeschrieben ist. Nun in drei Übersetzungen, Augusta Olmer, die einem in jeder Hinsicht gefallen kann, als Frau oder als Gedicht. Was wiederum natürlich witzig ist, wenn man das in Form eines Mini-Gedichts hier vor sich sieht. Wir wollen uns dabei jetzt aber gar nicht so lange aufhalten, sondern lieber ein anderes Gedicht anschauen von Marie-Laurence, denn das ist doch bemerkenswert, nicht zuletzt auch wieder wegen der schon bekannten Mehrsprachigkeit. Gerhard Vogel hat das übersetzt. Hab ist verkürzt. Ich hab, müsste man eigentlich sagen. Also ich hab, auf dem Marie-Laurence Träumer, mein Motto Irons Forever. Und auf Französisch vielleicht auch nochmal Je suis un militant, réserve, ma devise, Evans oder Yvonne Forever. Da weiß man schon nicht mehr, wie man es aussprechen soll. Und man weiß aber auch nicht, wer spricht. Ja, also es ist ja nicht wie bei den Fächergedichten der Fächer selbst. Der sagt nämlich in die Hand, klapp nicht zu, ich bin ein Papierflügel oder dergleichen. Sondern wir haben ein anderes Ich, aber wer und wer ist der Träumer auf diesem Militant? Wie ist ja auf diesem Militant, wie es wieder mit einer wichtigen Zeile geht, heißt. Das bleibt offen, aber das Motto oder die Devise, wie man auch auf Deutsch sagen kann, hat wie der Sprachwechsel zeigt in sich. Hier ist der berühmte amerikanische Ehemann Militant genannt, der als Zahnarzt der kaiserlichen Familie unermesslich reich geworden war und zu den ersten besten gesellschaftlichen Kreisen gehörte. Also Evans Forever, das ist vielleicht die launige Umschreibung eines Ehegelübdes, mit dem die umworbene Marie-Laurent im katholischen Frankreich ja eigentlich für immer an ihren Mann gebunden ist. Aber eben dieser Ton des Selbstzitats, das ja als Lebensmotto auch vergleichsweise dürftig ist, spricht ja doch für eine ironische Distanzierung, die sich dann auf die Person zurückwendet, die den Militant vielleicht wieder wie einen Fächerzepter in der Hand hält. Ist das der Verfasser der Verse, also sozusagen der ewige Dritte in der angesprochenen, unauslöslichen Zweisamkeit? Dann haben wir eine auch etwas bittere, selbstironische Einsicht oder Resignation angesichts der Vergeblichkeit dieses eigenen Werbens. Ist es jedoch, wie wir ja doch vermuten dürfen, Marie-Laurent, in deren Hand der seltsame Staat tatsächlich oder phantasmatisch liegt, dann ändert sich der Ton nochmals. Denn jetzt kann eine womöglich nicht allzu treue, sehr umschwärmte Salonschönheit halt selbstironisch Besserung gelesen oder augenzwinkernd die Bereitschaft anzeigen, sich auf den ein oder anderen Träumer dann doch einzulassen. Und nur auf dem Militant wäre dann eben ihr Motto deponiert als treue Schwur. Und wie gesagt, das könnte ja auch der Hinweis sein, dass hier wohl anderes möglich wäre in dieser ewigen Ehe. Auch dieser Gegenstand weist ja, auch dieser Gegenstand, nicht nur der Vers, der auf den Gegenstand weist, sondern auch der Gegenstand weist im Zeigen auf selbst zugleich deutlich noch über sich hinaus. Militant-Verse sind in Frankreich solche genannt, die einfach, wenig gesucht, unaufwendig und vorgeblich schnell gemacht sind. Also es ist eine feste Bezeichnung für eine bestimmte Gattung von Versen, nämlich für besonders einfache, schlichte, schnell gemachte Verse. Die waren einstmals auf Papierbänder gedruckt
und um billige Pappröhrchen gewickelt. Und diese Pappröhrchen bezeichnet man ebenfalls als Mülleton, so wie man auch schmale Röhren aus Holz oder auch aus Pflanzenfasern, die man als wiederum sehr simple Musikinstrumente, besonders für Kinder benutzt hat, so genannt hat. Also vielleicht so ein bisschen wie heutige Papiertröten für Kinder. Sehr einfache, kleine Papierröhren, die Musik erzeugen, sagen wir mal so. Ab 1885 gab es aber in Paris auch ein überaus beliebtes Cabaret namens Le Lévisant, ein Ort, an dem Mallarmé mit seinen Schriftstellerfreunden sehr oft war, zu dem wiederum bald Le Lévisant die Zeitschrift gehörte, ein dann sehr wichtiges Medium für die neueste Poesie, aber auch zum Beispiel für die Arbeiten von Toulouse-Lautrec, der seine ersten Zeichnungen da veröffentlicht hat. Also sprich, mit dem Zeigestock des Lévisant kann man zugleich auch immer über die Lévisant hinaus zeigen. Und indem Mallarmés Lévisant de Marie Laurent diese alte Technik jetzt einmal mehr sozusagen imitiert und überbietet, weil wir ja hier tatsächlich auch einen Stab aus Papiermaschee vor uns haben, mit bedruckten Papierbändern umwickelt, auf denen diese je zwei Verse stehen, gibt er ihr eben in diesem sehr speziellen Kontext, den ich zitiert habe, eben auch ein Musikinstrument in die Hand. Und damit komme ich zum Schluss. Mallarmé hat, wie ich schon gesagt habe, in 14 Jahren bis zu seinem Tod 1898 mindestens 250 Briefe und Karten an Marie Laurent geschickt, die er zudem auch unausgesetzt getroffen hat. Also wofür eigentlich gar kein Briefwechsel in diesem Aufwand nötig gewesen wäre. Fächer, Albumblätter und sowas sind dabei noch gar nicht mitgezählt. Also hunderte Texte. In diesem Briefwechsel gibt es auch zwei Rondelle, die ihr gewidmet sind. Also Gedichte, die, wie der Name schon sagt, sozusagen eine Runde drehen, eine Kreisbewegung ausführen. Und zumindest kurz sei erwähnt, dass das erste von diesem Rondell die angesprochene Marie als Prinzessin figuriert, in weißen Federn, also sozusagen klassisch als schlafende Schöne, aber mit dem, was wir jetzt ja auch gesehen haben, doch etwas zudringlichen Galanten und Werbenden umkreisen. Unter anderem ist dort in diesem ersten Rondell auch die Rede von ihrem weißen Lachen, das ihr Flügel über den Kissen ausschüttet. Sie sehen sie also einmal mehr als königlichen weißen Pfau oder eben als Schwan, als Gesichtertier. Und das zweite Rondell ist dagegen ganz schlicht. Es variiert, wie es die Gattung verlangt, ein Vers an die unterschiedlichen Stellen in der Strophe, nämlich den allerersten, der wiederum in sich auch ganz einfach ist. Si tu veux, nous aimerons. Wenn du willst, werden wir uns lieben. Hier dreimal wie ein Zauberspruch zitiert. Das hier ist allerdings eine Abschrift, schön signiert, wie wir sehen. Im Original hat es einen Titel, nämlich Chanson für un vers composé par Marie, also ein Lied, ein Chanson, komponiert auf einen Vers von, andersrum, auf einen Vers komponiert von Marie. Also das Composé steht so interessant in der Mitte, könnte sich in beide Richtungen auf beide Richtungen, in beiden Richtungen beziehen. Im Versdialog wechselt entsprechend auch die andere Richtung. Also hat sie, die reale und im Gedicht zugleich ja auch fiktionalisierte Marie, den Vers einstmals an ihn adressiert. Sie soll diesen Vers, die Tisöne und Erinnerung, ihm gegeben haben, sozusagen. Dann gibt er im Rondell die Bedingung und die Herrschaft über einen solchen Willen zur Liebe im Zitat wieder ihr zurück. Und dieses Lied vom künftigen Lieben findet im Rondell buchstäblich kein Ende. Sein letzter Vers ist zugleich sein erster. Doppelt gelesen werden sozusagen er und sie sich gleichermaßen ansprechen oder vielmehr ansingen in einem sehr besonderen weiblich-männlichen Duett im Zeichen des Schwans oder vielmehr des weißen Vs. Und damit danke ich vielmals für Ihre Geduld.